Aber ich räume gerne ein, dass mir der gesunde Egoismus Ihrer Vereinigung, der auch programmatisch vertreten wird, und der allenthalben anzutreffende pragmatische Opportunismus meiner Natur am nächsten kommt. Insofern betrachtet mich einfach als eine Ihnen nahestehende dunkle Macht. Gottes Willen, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Liberalen im Pakt mit dem Teufel. Also, wenn ich das an die Presse geben würde, wäre für alle Zeit erledigt. Also, danke, Angebot dankend abgelehnt. Guter Mann, ihr enttäuscht mich, zumal ich ansonsten nahezu die gesamte politische Klasse berate. Die gesamte politische Klasse? Heißt das etwa auch die... Die Kanzlerin, selbstredend. Ja. Mit ihr habe ich sogar einen Werkvertrag. Einen Werkvertrag? Aber ja, seit vielen Jahren. Wiewohl ich einräumen muss, dass auch mein Einfluss auf die Kanzlerin zuweilen an Grenzen stößt. Ach, sogar Sie stoßen bei der Kanzlerin an Grenzen? Leider ja. Für Korruption sind sie in keiner Weise anfällig. Und auch gegen totalitäre Versuchungen nahezu vollständig immun. Obwohl ich es viele Jahre versucht habe. Das ist ja interessant. Also auch der Teufel, entschuldigen Sie bitte, auch der Teufel stößt bei der Kanzlerin an Grenzen. Unglaublich. Natürlich nicht auf lange Sicht. Auch die Kanzlerin unterliegt als menschliches Lebewesen selbstredend einer Frist. Aber solange sie lebt... Ja, und wohin beraten Sie denn nun die Kanzlerin? Im politischen Alltagsgeschäft, im Umgang mit innerparteilichen Gegnern, um nur zwei Bereiche zu nennen. Sie bedankt sich auch dafür. Sie bedankt sich? Ja, wie denn? Sie schickt mir Nachrichten, E-Mails, SMS. Wie bitte? Die sind doch alle abgefangen worden, die kennt man doch jetzt. Guter Mann, ihr enttäuscht mich erneut. Glaubt ihr im Ernst, dass die stümperhaften Dienste selbsternannter Großmächte auch nur ansatzweise in der Lage wären, die Korrespondenz mit der dunkelsten Macht des Universums zu entschlüsseln? Ach, so ist das. Also überdenkt nochmal mein Angebot. Tja, was weiß ich denn, was Sie mir hier alles erzählen? Woran sollte ich Sie denn in der Vergangenheit mal erkannt haben? Nun, zuweilen bei besonders großen, schweren Lügen lasse ich meine Zunge auch selbst zu Wort kommen. Diese Sätze gehören zum Repertoire der Weltgeschichte. Oh, da möchte ich jetzt aber mal ein paar Beispiele hören. Seit 5:45 Uhr wird so runtergeschossen.